Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML5, in dem Fall ganz spezifisch jetzt gesagt. Und zwar geht es heute um ein Feature, das da wirklich neu dazugekommen ist, nämlich wie kann ich Videos einbetten? Und zwar inklusive Untertiteln sogar mittlerweile. Das ist echt geil. Gut, also es ist wirklich nicht schwierig. Was ihr braucht, ist ganz dringend eine Videodatei innerhalb eures Ordners. Also in meinem HTML-Ordner hier sehen wir, wenn ich aktualisieren würde, haben wir mein letztes Video zu HTML ein Video hier drin mit dem Typ MP4 hinten dran. Okay, das liegt im selben Ordner drin. Nachher auf eurer Webseite sollte das auch in demselben Ordner liegen oder in einem Unterordner. Auf jeden Fall solltet ihr dieses Video zur Verfügung haben. Sonst ohne Video kein Video. Gut, was wir als erstes brauchen, ist der Video-Tag. Ganz easy. Einfach Video eingeben und schon sind wir gut dabei. Das danach, was wir brauchen, ist die Source. Source und dann SRC gleich. So, und jetzt brauchen wir hier den Namen des Videos bzw. die Referenz da drauf. In dem Fall HTML12meta.mp4. So, und was wir jetzt machen, ist den Typ angeben, denn es wird nicht jedes Video unterstützt. Achtet also darauf, wie ihr eure Videos irgendwie speichert. MP4 ist ein super Format. Das wird momentan, soweit ich weiß, von allen Browsern unterstützt, sofern sie aktuell sind. OGG wird nicht von allen Browsern unterstützt, also es gibt Video/MP4, das sehen wir auch hier hinten dran, wir haben die Endung .mp4, so wird das Ganze auch funktional gemacht. Unter Windows gibt es eine super Software, die nennt sich Format Factory. Unter Linux ist das Ganze ein bisschen komplizierter, aber ich denke, ihr werdet auch da einen Weg finden, zumindest habe ich einen gefunden. Format Factory konvertiert euch eure Videos so, wie ihr sie braucht und dann könnt ihr sie hochladen und habt dann tatsächlich eine MP4-Datei zur Verfügung. So, und ja, das ist schon alles, was wir brauchen im Prinzip. Allerdings zeige ich euch ganz kurz, meine Videos sind ja immer in Full HD. Deswegen haben wir ein kleines Problem, wenn wir hier dieses Video angucken. Es ist ein bisschen groß, nicht wahr? Jetzt wollen wir das vielleicht noch ein bisschen skalieren. Und dazu geben wir ein Width gleich zum Beispiel 640. Achtung, die Auflösung von dem Video bleibt dieselbe. Es wird einfach nur runterskaliert und so für euch anschaubar gemacht. Jetzt sehen wir hier, wenn wir drüber fahren, es gibt keine Möglichkeit, das Ganze abzuspielen. Es gibt nur die Möglichkeit, Videoadresse kopieren, Schleife, Steuerelemente anzeigen. Puh. Ja gut, das Abspielen selbst, das geht in JavaScript. Da kann man viel damit machen. Das werde ich euch dann auch noch zeigen. Aber ich habe hier eine super Möglichkeit und zwar Controls. Controls gleich On. Wenn ich Controls auf On setze, dann sehen wir hier, ich habe hier einen Play-Button. Ich habe übrigens die Seite ein bisschen reingezoomt, damit ihr alles besser seht. Deswegen sind diese Controls so groß. Wir haben hier den Lautstärkeregler. Wir haben hier Fullscreen. Wir haben, wie gesagt, hier kann man direkt Mute schalten. Wir haben hier die Zeit. Wir haben hier Play und Pause. Alles da, nur mit Controls On. So, und jetzt haben wir noch ein letztes Feature, nämlich Autoplay. Autoplay auf On, dann fängt das Video von selbst an. Das heißt, ich kann hier die Seite aktualisieren und wir sehen, das Video läuft schon und meine Maus bewegt sich. Ihr hört keinen Ton, weil ich den Tab stumm geschalten habe, damit es hier keine Verwirrung gibt, welcher Kerl gerade redet, der aus dem letzten Video oder der aus dem aktuellen. Genau, so funktioniert das alles. Ihr könnt hier sogar noch, falls der User, der Arme, einen alten Browser benutzt, schreiben, alter Browser, kein Video-Support. Okay, und das ist es auch schon. So funktioniert es. Jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit, ihr habt vielleicht noch eine zweite Source. Ihr wollt sicher gehen, dass auch wirklich jeder das unterstützt. Dann könnt ihr hier einfach dasselbe Video nochmal angeben. Zum Beispiel meta.ogg wäre ein anderes Format. Dann gebt ihr hier einfach den Typ Video/ogg an. Braucht man mittlerweile aber eigentlich nicht mehr. MP4 wird von jedem gängigen Browser unterstützt. Mit OGG habt ihr da schlechtere Chancen. Deswegen reicht es eigentlich, wenn ihr hier OGG eingebt. So, neu dazugekommen sind Untertitel. Untertitel sind hammergeil. Ich mag Untertitel wirklich. Die kann man nämlich ausstellen. Das ist ein super Teil. Das brauchen wir hier auch nicht. Weil man dann nicht unbedingt gezwungen ist, Englisch mit Untertiteln zu gucken. Ich gucke oftmals Filme auf Englisch, aber ich kann es nicht leiden, wenn irgendwie englische Untertitel dabei sind oder sogar deutsche Untertitel. Das geht mir furchtbar auf den Sack. Und deswegen kann man die ausstellen. Und dazu gibt es SRC, hier diese Track-Tags hier. SRC gleich. So,
Und hier gebt ihr dann einfach den Untertitel an, Untertitel. Das sind meistens .vtt-Dateien. Jetzt sage ich einfach mal hier, das sind englische Untertitel. Und dann sagen wir kind gleich subtitles. Und dann sagen wir hier src lang. Das bedeutet, welche Sprache hat denn mein Untertitel hier im Browser, damit es auch richtig angezeigt wird. Achtung, ich habe hier keine Untertitel, deswegen wird es jetzt bei mir nicht funktionieren. Src lang gleich en für Englisch. Und dann sagen wir hier Label, so wie es angezeigt werden soll, Englisch. Oder Englisch, mir egal. Genau, so und von diesen Untertiteln könnt ihr so viele reinhauen, wie ihr wollt. Zum Beispiel noch den deutschen Untertitel, den französischen Untertitel, den italienischen Untertitel. Und hier immer einstellen, dass ihr dann das Richtige habt, DE, FR und IT. Und hier dann jeweils richtig benennen, wie ihr diese Untertitel benennen wollt. Der Kind bleibt immer gleich. Und dann hat man im Video die Möglichkeit, die Untertitel eben an- oder auszuschalten, was wirklich sehr angenehm ist. Sehr schön. Ja. Ach so, bevor ich es vergesse, ihr habt natürlich hier die Möglichkeit, auch noch die Höhe anzugeben. Mit Height gleich und dann, keine Ahnung, 840 anzugeben. Aber Achtung, wenn ihr das macht, dann kann es passieren, dass euer Video extrem verzerrt ist, beziehungsweise hier oben ein weißer Streifen ist, je nachdem welchen Browser ihr benutzt. Weißer Streifen ist ungünstig, deswegen hier einfach die Höhe weglassen und ihr habt automatisch ein richtig skaliertes Video, also direkt oben angesetzt und passend dann skaliert. Das heißt, ja, so sollte das eigentlich für euch meistens funktionieren, in eigentlich allen Fällen, außer jemand benutzt einen uralten Browser. Und selbst Internet Explorer funktioniert mit dem Ding. Ja, in dem Sinne hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.